Yo Freunde, was geht? Hier ist Khalid und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA 18 The Journey. Ja Freunde, das ist ein Teil, der jetzt nach einer kleinen Zeitabspanne wiederkommt. Also ich hatte zwischen 2 oder 3 oder 3 und 4 eine kleine Pause gehabt, also Teil 3 oder 4. Je nachdem, welches jetzt vor dem hier kommt. Und ja, wir waren ja stehen geblieben, dass wir, glaube ich, zu LA Galaxy gewechselt waren. Und ja, jetzt kurz vor unserem ersten Spiel sind. Ich habe hier noch ein paar Anpassungen, aber die mache ich, glaube ich, erstmal später. Wie ich hier sehe, sind wir auf der guten Richtung 80er-Wertung zu kommen. Aber nichtsdestotrotz, wir arbeiten weiter hart. Und ich würde sagen, wir starten los und mal sehen, was jetzt kommen wird. Soccer is my favorite sport to watch, man. And I'm all for Galaxy. You know, LA I represent. For them to go out and get a young player like Alex Hunter, it sends a message to MLS. We ain't done this season. I mean, the kid is elite. Straight up world-class talent. For me to see now a young player coming from Europe, usually you get the opposite. A young, talented American going to Europe. I'm just happy it's my offseason, and I get the joy in watching him go out there and do his thing. You have guys in the league that are very important for this league, Jovinko, Dos Santos, Zardes, but now you have Alex Hunter coming in. Ja? Du bist Alex Hunter. Du hast dich wohl verirrt, Kind. Hier bist du falsch. So wie du. Aber hier sind wir. Ich werde mal nachsehen, wo Alex bleibt. Oha. Was machst denn du hier? Mich nerven, Dad. Komm schon, verschwinde jetzt. Du bist ja nervöser als ich. Ja, alles gut. Komm jetzt. Schaut an. Alex Hunter? Thierry. How is it going? Thierry Henry? Hör auf, wow. Was machst du denn hier? I'm here working. Needed to check this out. Listen, the studio is hosting a party tonight. You should come. Meet some people in town, help you settle in. Ja, ja, das wäre wirklich super. Dankeschön. Yeah. MLS. Enjoy my time with the Red Bulls. Different game, though. Yeah? Have fun. Danke. Wir sehen uns nachher. Das war ziemlich beeindruckend. Hey, Alex. Ich wollte dir nur sagen, also, ich bin Danke. Stolz auf dich. Dass du eingesprungen bist. Begrüßen wir nun den neuesten Spieler der LA Galaxy, Alex Hunter. Los geht's. Zeig ihnen, wie es geht.
fehlende Konstanz. Das ist unsere größte Schwäche. Das müssen wir dringend ändern. Heute geht's nur um dieses Spiel. Um dieses Ergebnis. Ein Team und ein Sieg gemeinsam. Wenn ihr heute gewinnt, dann sind die Playoffs in Reichweite. Alex, da du noch nicht mittrainiert hast, bleibst du heute leider auf der Bank. Aber sei bereit, vielleicht kommst du ja rein. Well, 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 look who it is. I heard you were out late last night. So war das nicht. You're a good player, but if you keep this up, we've got a problem. So, Hunter bekommt seine Chance. Noch hat er 35 Minuten, um sich zu zeigen. Sehr ausgeglichene Partie bis hierhin, aber sie wollen natürlich mehr. Vielleicht geht da ja noch was. Vielleicht gelingt ihm ja der Siegtreffer. Chara. Powell. Mist. Jetzt müssen sie aufpassen. Toller Pass. Giovanni am Ball. Liam Ridgewell. Also läuft schon auf jeden Fall gut. Wir sie haben aber nicht viel Zeit. Der ist noch heiß. 60. Minute. Jetzt ein weiterer Einwurf, dann wird's brenzlig. L.A. mit dem Wechsel. Rogers. Jones. Schönes Zuspiel. Und Alex, da ist der Ball weg. Alex, oh, schade. Macht er ihn. Da klatscht der Ball an den Pfosten. German Jones. Ex-Schalter. Valeri. Blanco. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Schönes Pressing jetzt. Sehr schöner Pass. Ah, Mist, ey, der ist nicht zu Alex gegangen. Da müssen Sie aufpassen. Da gehen Sie nochmal dazwischen. Glück gehabt, die Chance wäre gut gewesen. Valeri. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Die Mitspieler wollen ihm helfen. Da ist die Hereingabe. Szene geht weiter. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Giovanni am Ball. Alexander. Schade. Und klasse durchgesetzt. Und jetzt der Schuss. Gar keine Gefahr hier in der Situation. Chara. Valeri. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stock. Weg ist der Ball. Das könnte die Chance werden. Heute braucht Tor. Ridgewell. Ballverlust. Nun Giovanni. Sah das jetzt. Jetzt wird's gefährlich. Sehr gut aufgepasst. Zades. Super Timing. Den Ball holt er sich. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Komm, Konter. Ja, da ist Platz jetzt. Da kommt die Hereingabe. Fängt diesen Ball ab. Jetzt müssen sie aufpassen. Zades.
Einwurf jetzt. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Nagbe. Gut geklärt, aber Einwurf. Nagbe. Könnte jetzt was werden. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Valeri. Es ist nicht mehr lange hin, aber es gibt nochmal Eckstoß. Da hat doch einiges gefehlt. Also richtig gefährlich war das nicht, da hätten sie mehr draus machen können. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Chara. Das könnte eine Gelegenheit werden. Es wird noch mal lauter auf den Rängen. 4 Minuten Nachspielzeit wird es geben und schon ist die Hoffnung zurück. Geht hier noch was? Komm schon. Können Sie das Spiel noch gewinnen? Die Fans glauben dran. Es wird noch mal laut. Oh Mann, ey. Schöner Pass. Sie versuchen es. Da hat der Torwart keine großen Probleme. Kommt vielleicht noch eine. Kommt vielleicht die. Ah, oh Mann! Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Schönes Zuspiel. Tolle Aktion vom Mann. Tor. Da hat Schade, ey. Reagiert. Weiter also. Hat gerade Schuss. Noch eine Chance gehabt, aber egal. Schlusspfiff in dieser Partie. Das war's. Das Remis also am Ende und kein Tor von Alex Hunter. Und Wolf, man merkt, die Fans hatten sich mehr von ihm erhofft. Bis zum Ende ein ordentliches Spiel. Nur egal. Eben ohne Sieger. Das Unentschieden passt so. Ich verstehe das nicht. Wir hatten noch eine Chance gehabt. Spiel. Wir hatten noch eine Freistoß-Situation gehabt. Ganz am Anfang. Sorry, Leute. Mein Stuhl quietscht leider. Bei mir steht jetzt Neuzugang Alex Hunter von den LA Galaxy. Alex, heute gab's nicht den erhofften Sieg, aber trotzdem ein schönes Remis beim MLS-Debüt. Wir hätten den Sieg mit dieser Leistung verdient. Wenn wir in den Playoffs wollen, müssen wir besser werden. Wir hatten uns ein anderes Ergebnis auf. Ja, das Ergebnis war nicht das, was wir uns erhofft hatten, aber ich freue mich riesig über mein Debütspiel. Die Fans waren echt klasse, ich fühle mich hier sehr heimisch. Dennoch hätte ich gern die 3 Punkte. Wir müssen uns pushen. Auf diesem Resultat müssen wir aufbauen, in die Playoffs kommen. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Klar. Aber es hat mich komplett gereicht. Wir hoffen, dass wir im nächsten Spiel besser werden. Mann, wenn dir das gefällt, sieh dir das an. Oh, wow. Ich sag's dir, Mann, die Hütte ist echt krass. Hier gibt's 4 Bäder. Und die kommen mit vergoldeten Klobrillen, oder was? Klar doch. Sag mal, wie läuft's denn so bei dir in der Premier League? Alles so, wie du es dir erhofft hast? Ach, weißt du, aller Anfang ist immer schwer. Ich muss auf deiner alten Position spielen. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Glaub ich dir gerne. Das hier ist auch eine komplett andere Welt. Ach, hat dein Dad dir schon den Hollywood-Schriftzug gezeigt? Und hast du schon ein bisschen Botox im Gesicht? Keine Zeit, Mann. Nein, aber mal unter uns, Mann. Ich hatte ja keine Ahnung, wie viel man in der MLS reisen muss. Das Land ist echt riesig. Ja, klar. An den Reisen Komm liegt's. Schon, Mann. Das war doch nur eine Ausnahme. Thierry Henry ruft an. Ich habe alles im Fernsehen gesehen. Oh. Hey, Mann, ich ruf dich gleich zurück, okay? Wieso? Thierry Henry? Oh, im Ernst jetzt? Okay, okay, bin schon weg, Ich ruf dich weg. Zurück, okay? Yo. Alex. Ja, wie geht's, Mann? Geile Aussicht. Ja, gut. Ich chill gerade.